Ja. Jo, da bin ich wieder, ne? Nächstes Making-of. Weitere Drehtage. Und so. Und da krätscht dann auch gleich schon der Aaron aus dem Schnitt rein. Hallo und willkommen zum nächsten Making-of. Ja, es gab eine kleinere Pause. Das lag einfach daran, dass erstens das Material ausgegangen ist von Drehtagen und dann halt eben eine kleinere Pause zwischen Drehtagen war, weil da dann einfach keine Ferien waren. Das heißt, das war die Phase zwischen Sommer- und Herbstferien. Ja, jetzt in Herbstferien habe ich weitergedreht und Dreharbeiten sind auch soweit abgeschlossen. Und jetzt komme ich auch mal wieder dazu, Making-ofs zu schneiden. Ja, wie man sieht, ich bin wieder in einem Wald aus Staffel 9. Ja, das sage ich eigentlich auch in dem Videoausschnitt, aber da labere ich auch so eine andere Scheiße und so. Und ich bin zu faul, das jetzt selber zu schneiden. Und deshalb labere ich jetzt hier drüber. Genau. Dann werden wir jetzt auch mit der Begrüßung fertig, ne? Und gut, dann, was ist passiert? Herbstferien habe ich angefangen zu drehen. Und special, neu und super interessant, wir haben einen weiteren Schauspieler. Und ein Schauspieler verdient natürlich eine Introduction, die ihm gebührt. Und deshalb hier ein Spieler. Hello there. Oh, hi Mark. Da dies ja nun ein Spielfilm wird und damit auch etwas größer aufgezogen wird als meine ganzen anderen Projekte, dachte ich mir, es wäre sinnvoll, wenn noch andere Leute zu sehen wären als nur ich. Deshalb habe ich mir ein bisschen Unterstützung im geholt. Und zwar zum einen meinen Bruder, den seht ihr da im Hintergrund gerade, in dem schnieken Anzug, und zum anderen den ihr gerade schon gesehen habt, den Marc. Ja, jetzt versteht ihr den Witz auch. Ja, der Marc hat die Rolle von Jürgen übernommen. Damit ich das nicht nochmal machen muss. Weil so ein Kampf mit einem selber ist schon kompliziert. Oh scheiße, jetzt habe ich verraten, dass es zu einem Kampf mit Jürgen kommt. Ah. Naja, aber ich meine, seht selbst. Hier gibt es sogar Make-up-Szenen dafür. Nicht lachen. Das muss ja ein bisschen so. Furchtbar. Ja, anfänglich schon, aber wenn es trocknet, dann mit dem Bart ist halt blöd, weil dann wird es halt ziemlich früh schon gestoppt. So, und wofür brauchen wir jetzt genau Blut im Gesicht? Ganz einfach. Für zum Beispiel diese Szene. Faustkämpfe. Und im Vergleich zu alten Filmen haben diese jetzt auch eine Choreografie. Ich erinnere an Staffel 7, ich blende das auch gerade mal ein, wo wir einfach gemacht haben. Und hier im Vergleich jetzt mal einen Faustkampf mit Choreografie. Man merkt schon Unterschiede. Es ist professioneller geworden. Zwar nicht viel, aber man merkt es doch. Generell lässt sich sagen, die Arbeit mit mehr Schauspielern als mir macht doch schon mehr Spaß als so alleine. Allein schon, weil man mehr Outtake-Material kriegt, weil das Gegenüber auf einmal anfängt zu lachen oder so. Weil es sich an Outtake von vor 5 Minuten erinnert oder was weiß ich was. Oder man sagt irgendwas Komisches und dann kriegt man das nicht mehr aus dem Kopf raus. Ja, wir haben aber auch nicht nur Sachen mit dem Marc oder meinem Bruder gedreht. Es gibt ja auch noch Sachen, die ich dann doch allein gemacht habe, was eigentlich auch den Großteil des Filmes darstellt. Aber seht selbst. Ja, habe ich gerade eine super tolle Szene gedreht, wo hier zwei Personen über irgendeinem total komplizierten Code brüten. Ne? Und da ich dann zu faul war, hier voll fett die Requisiten
anzufertigen, habe ich einfach Notizen aus dem Matheunterricht zusammengesucht und dann hier einfach schön krass auf dem Tisch verteilt. Hier haben wir, was ist denn das? Hier Stochastik und hier Hypothesentest und so und hier Deutsch. Jo, ne, ich habe heute mal ein Nachttri vor. Das meine ich ernst, heute Nachttri ich wirklich noch. Aber da ich noch andere Szenen im Haus brauche und ich die natürlich nicht nachts mache, weil hier dann Leute schon schlafen und so. Ich halte auf die Schlafen, wenn du bist dies, du das alles. Habe ich doch tatsächlich den Flur komplett abgedunkelt. Also, ihr könnt meinen, hier ist Nacht drin, ne? Jetzt kommt halt eben noch Licht vom Flur da. Also, hier bei dem Fenster, da habe ich dann Rollos runtergemacht. Unscharf. Hier sieht man meinen Schatten weiter. Hier die Tür zu. Dann sieht man Licht durch. Und hier die Terrassentür. Die Terrassentür, wo man eigentlich nichts vor, also keine Rollladen oder so runterschieben kann, ne? Musste ich abdunkeln. Wie habe ich das gemacht? Ich zeige es euch. Ah, hell. Sehr hell. Moment. Ja, ich habe mir Züge von Bettdecken genommen und die einfach mit Klebeband. Flextape. Also es ist nicht wirklich Flextape, aber es sieht fast so aus. Dran gebappt. Und draußen ist helllichter Tag. So, wie eben gesagt, ich habe auch einige Szenen draußen gedreht, und zwar nachts. Und damit das jetzt so rauschfrei, wie man es hier sieht, zu sehen ist, musste ich erstmal so 3-4 Noise Remover drüber schmeißen, weil es war vorher doch ein bisschen zu dunkel für den Sensor und dann hat es halt gerauscht wie Sau. Das war aber auch zu erwarten. Ich habe jetzt natürlich nicht nur die ganze Zeit Sachen gedreht, ich kam auch dazu, einige Szenen schon fertig zu schneiden, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Dabei habe ich auch schon ein paar Effekte zusammengeschnipselt. Hier seht ihr einen davon. Und es gibt übrigens noch ein paar weitere personelle Änderungen, beziehungsweise nur eine, und die betrifft den Kameramann. Jonas hat für den Rest des Films eigentlich nichts mehr gedreht. Und das liegt daran, wir haben uns total gezofft und dann gab es voll den Beef und jetzt hassen wir uns zutiefst. Nee, eigentlich nicht. Wir sind eigentlich immer noch Best Buddies. Er hat einfach nur keine Zeit gehabt und da habe ich einfach jemand Neuen gefragt. Den Ming. Hier sehen Sie einen wilden Kameramann, der auf der Suche nach einer Katze ist. Und hier sehen Sie eine Katze, Gant. Oh, nicht lieb. Oh. Hey. Hi. Keine Bilder. Mach die Kamera aus. Ich mach keine Bilder. Ich mach ein Video. Oh. Ich bin Doku-Filmer. Was sagen Sie dazu? Man kann erkennen, dass meine Kameramänner immer die Angewohnheit haben, Katzen zu mögen. Ich glaube, ich werde auch noch ein einzelnes Making-of-Video machen, wo einfach jede Einstellung zu sehen ist, wo man einfach nur eine Katze sieht, weil auf einmal die Katze gefilmt wird und nicht ich oder der Marc oder so. Ja, es wird auch noch ein Making-of-Video zu den Greenscreen-Drehtagen kommen. Aber das kommt später und nicht mehr heute. Denn wir sind gleich schon bei der 10-Minuten-Marke. Ja, also bis zum nächsten Video. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren, aber nur mit Glocke. Und ich würde mal sagen, tschüss, bis in einer Woche oder zwei oder noch länger. Ihr seid ja immer noch hier. Habe ich irgendwas vergessen? Ja. Ja. Scheiße, ich hatte gerade den letzten Satz im Kopf, weil ich ihn immer verkackt habe.
finde, warte, nee, das ist falsch. Ja. Na gut. Wenn ihr noch was sehen wollt, dann... ja, bitte, habt ihr noch was, ne? Und dann kommt auch schon die Endcard, ne? Ja, riecht es komisch, das ist weil wir kiffen. Manchmal kommt die Polizei. Wir kiffen. Ich baue mir jetzt mal so ein Teil. Wir kiffen. Das finden die bestimmt auch geil. Wir kiffen. Da, 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 da. Wir kiffen. Drehtag abgeschlossen. Da, 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 da. Wir kiffen. Da-da-da-da-da-da-da-da. Wir kiffen. Ihr könnt ja doch ein bisschen. Na, begriffen? Wir kiffen, wir kiffen, wir kiffen.